Heute vor 76 Jahren, 1945, wurden die Häftlinge des deutschen nationalsozialistischen Vernichtungs- und Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau befreit. Dieser Tag, der 27. Januar, wurde von den Vereinten Nationen zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust erklärt. Für uns Polen hat dieser Gedenktag eine besondere Bedeutung. Das größte und schrecklichste Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau wurde nämlich von den Nazideutschen auf dem Territorium des polnischen Staates errichtet. Etwa die Hälfte der 6 Millionen Juden, die dem Holocaust zum Opfer gefallen sind, waren polnische Bürgerinnen und Bürger. Wir Polen wissen um die Bedeutung der Geschichte. Die Wahrung der Erinnerung an die Opfer des Holocaust sowie die Aufrechterhaltung der Spuren des Zweiten Weltkrieges betrachten wir als unseren historischen Auftrag. Die Erinnerung an die Holocaust-Opfer bildet ein untrennbarer Bestandteil des polnischen Gedenkens an die schrecklichste Zeit unserer Geschichte, an die grausamsten Jahre des Zweiten Weltkrieges, an die 6 Jahre der deutschen Besatzung Polens. Welch ein Glück, dass wir heute unter uns und mit uns Herrn Bronisław Ehrlich haben, einen Zeitzeugen, einen wunderbaren, herzlichen Menschen, einen Warschauer, der das Schrecken des Holocaust in allen seinen Facetten miterlebt hat. Herr Bronisław, ich danke Ihnen vom ganzen Herzen dafür, dass Sie heute mit uns hier in Bern zusammen sind, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind und dass Sie bereit sind, Ihre tiefsten persönlichen Erinnerungen, Ihre schwierigen Erfahrungen, aber auch zukunftsorientierte Überlegungen mit uns und uns teilen und uns den Zugang zu Ihrer inneren Erinnerungswelt geben. Herr Bronisław Ehrlich, was denkt ein Holocaust-Überlebender an dem Gedenktag? Was denkt eine Person, die eines der schändlichsten Kapitel der menschlichen Geschichte erlebt hat? Ja, die Gedenktage sind sehr wichtig und man darf sie nicht vergessen lassen. Man muss sie immer wiederholen, weil das ist für uns eine Lehre und eine Mahnung. Wir erinnern nicht daran, um Sensationen zu wecken, sondern um zu lernen, dass sowas sich nicht mehr wiederholen darf. Wir haben die Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg nicht gelernt. Und wir wissen, der Zweite Weltkrieg endete mit der Atombombe. Aber ein zukünftiger, ein Dritter Weltkrieg, falls es dazu kommt, wird mit der Atombombe beginnen. Und dann ist die Erdkugel, der Planet Erde, in tödlicher Gefahr. Deswegen das, was passiert ist, was so viel Opfer gekostet hat, nicht nur unter dem jüdischen Volk, aber weltweit, weil die ganze Welt hat an diesem Krieg gegen das Böse teilgenommen. Und deswegen darf man das in den Schulen, in den Kirchen, in den Gotteshäusern überall zum Ritual machen. Die Wahrheit darüber, die Hintergründe sogar auch, wie man das verhindern konnte. Warum hat man das nicht verhindert? Ich traue mich nicht, Sie biografisch vorzustellen. Ein jüdisches Kind in Warschau geboren und? Und aufgewachsen. In Europa, mit all den Problemen, die über fast 100 Jahre über uns in Europa und weltweit herankommen. Und wenn ich sage Warschau, was bedeutet das für Sie? Warschau bedeutet für mich der Inbegriff der Tapferkeit, der konsequenten Handlung mit Feinden und der Überlebenswillen. Und für die Gerechtigkeit. Warschau hat ein Beispiel gegeben, denn Polen wurde überfallen und Polen war das erste Land in Europa, das militärisch den Hitler
Widerstand geboten hat. Und Polen hat mobilisiert schlussendlich die ganze Welt, um gegen Hitler, den Brandstifter Europas, zu besiegen. Das ist schlussendlich gelungen mit einem sehr gewaltigen Opfer. Ich kann mich noch erinnern, am 1. September 1939, ich war gerade unterwegs zum Ausgang zu der Tiere, zu meinem Lehrberuf fortzusetzen, und da höre ich ungewöhnliche Geräusche. Da kommen schon die deutschen Bomben. Man hat schon gewusst, dass es eine Bedrohung besteht, aber niemand hat geglaubt im Ernst, dass es so weit kommen würde. Und schon hat das ganze Leben aufgehört, wie üblich wir gewöhnt sind. Keine Arbeit, keine Schulen, keine Theater, keine Werkstätte, nichts existiert mehr. Es genügt nur Feuer und Flamme. Die Bomben flogen aus allen Richtungen. Sie waren damals Jugendliche, ja? Ich war damals 16 Jahre alt, ich war in Berufsausbildung. Und für mich, ich wusste natürlich über Brennpunkte der Welt, was da geschieht, in Abyssinien, in Mandschurei, in Spanien mit General Franco. Aber von uns war das, was weit entfernt ist, kann man noch gar nicht mehr so beurteilen und erleben. Aber dann am 1. September kam der Krieg zu uns. Er wurde schon lange vorher besprochen von den manchen führenden Persönlichkeiten der Welt. Weil in einer Woche kann man nicht den Krieg vorbereiten. Und eben, seit dem 23. August, wo Ribbentrop und Molotow in Moskau den Nicht-Angriffsvertrag zwischen Deutschland und Russland unterschrieben haben, war praktisch der Krieg schon begonnen. Er hat am 23. August in Moskau begonnen. Und am 1. September rollten schon die deutschen Panzer auf uns zu. Und da begann für uns die Hölle. Ich weiß noch, meine Mama, die hat sich gefreut, der Krieg ist vorbei, Gott sei Dank, hat niemand was gelitten, wir sind alle gesund. Die arme Mama hat gar nicht gewusst, was jetzt beginnt, wird viel schlimmer sein als der Krieg. Alle Einschränkungen, besonders natürlich, die Juden dürfen nicht einmal Sklaven sein. Alle anderen Völker Europas, die erobert wurden von Hitler, die dürfen Sklaven sein, aber die Juden nicht. Ein jüdisches Kind im Bauch der Mutter, noch nicht geboren, war schon zum Tode verurteilt. Eine ganz neue Welt. Was ist der Holocaust nachher geworden? Das menschliche Lexikon wurde im Zweiten Weltkrieg um ein neues Wort bereichert. Man wusste gar nicht, wie nennt man diese Bestialität, diese Barbarei, was Hitler über Europa gebracht hat. Nicht nur über Juden, über ganz Europa. Man hat kein Wort im Lexikon, man hat ein neues Wort gefunden. Aus einer Kollektion von, weiß Gott, Griechisch, Lateinisch, weiß, Holocaust. Das überschreitet alle Vorstellungen von Mord. Das war kein Krieg. Der zweite war ein Völkermord. Ein geplanter Völkermord. Da kamen auch die deutschen Armeen von Ostpreußen, vom Westen und von den Karpaten und taten von allen Seiten, weil Tschechoslowakei war immer schon besetzt. Deutschland war rundherum um Polen im Angriff und hat es den Krieg gebracht. Und dann begannen Restriktionen. Für Juden war der Endziel war Auschwitz. Der Auschwitz wurde nicht sofort erbaut, das braucht Zeit, aber bis er produktionsbereit war, da hat man die Juden mit Verbrennung bei lebendigem Leib, bei Aushungern und bei allerhand Erschießungen und Aufhängungen, und als der Treblinka und Auschwitz parat waren zur Produktion, zum Töten, dann ging der Export der Juden von Warschau und von Polen und nicht nur los, ihnen geblieben. Und Sie mit Ihren Geschwistern, Herr Bronisław, was ist mit Ihnen passiert? 39, Sie haben sich auf den Weg nach Osten begangen. Mein Bruder ist geflüchtet von Warschau am 18. Oktober 1939 und ist gelandet in Ostpolen. Und dort am 17. September ist die Sowjetarmee einmarschiert in Ostpolen. Und mein Bruder ist dort geflüchtet in diesem Teil über die Grenze zwischen Deutschland und Russland, am Bug, an der Flussbug, und plötzlich ist er unter der russischen Herrschaft gekommen. Er ist einberufen nachher in die sowjetische Armee. Er hat 4 Jahre
Also die ganze Kriegsjahre hat er in der sowjetischen Armee verbracht und ist bis zum Siegesende ist er in der Armee geblieben und mitgemacht an der Front. Und Sie, was ist mit Ihnen passiert? Ich bin mit meiner Schwester bin ich geflüchtet aus Warschau im Dezember 39. Im Dezember 39 sind wir über die Grenze nach Wolkowice geflüchtet, an sowjetisch besetzten Ostpolen. Ja. Dort hat man wenigstens das Leben sicher, aber die Bedingungen waren dort sehr schwierig. Meine Schwester als Schneiderin hat bei einer jüdischen Familie dort Kleider genäht für die Familie. Dort war sie untergebracht. Und da hat man sie alle verhaftet und nach Sibirien verschickt. Das war ihre Rettung. Und da waren sie meine Schwester war in einem Arbeitslager in Sibirien, hat dort Uniformen genäht für die Armee. Sie waren eigentlich, Herr Bronisław, ständig auf der Flucht. Sie haben immer versucht, den Deutschen zu entkommen. Ich war ständig auf der Flucht, das ist dankbar. Die ersten anderthalb Jahre habe ich verbracht in Wolkowice, in sowjetisch besetzten Polen. Ja. Und dann, als die Deutschen Russland angegriffen haben, im Juni 1941, da habe ich in zwei Tagen nach Ausbruch des Krieges, waren die Deutschen schon in diesen Städtchen in Polen, wo die Russen übernommen haben, Ostpolen. Und dann war ich als Zwangsarbeiter zur Arbeit gejagt, jeden Tag. Und dann... Hier ist ein Kapitel, neue Möglichkeit zur Flucht. Beim zufälligen Treffen in der Nähe seines Hauses lud mich Herr Siewaszewicz zu sich zu einem Tee ein. Für mich war das eine unerwartete Geste. Weil es war ein Schwager meines polnischen Bauern, bei dem ich unter der deutschen Besatzung als Landarbeiter gearbeitet habe. Ja. Jawohl. Und wie Sie schreiben, Sie sind gerne der Einladung gefolgt. Alleine? Ja, Sie schreiben weiter. Schon lange war ich nicht mehr in einer normalen, warmen Wohnung, wo alles intakt war. Eine scheinbar unbesorgte Familie, die zwar die Härten des Krieges sicherlich auf irgendeine Weise zu spüren bekam, jedoch keine Ängste hatte, wegen ihrer Herkunft dem Tode geweiht zu sein, wie die jüdische Bevölkerung. Ja. Herr Siewaszewicz befragte mich besorgt, was sich im Lager abspiele und was für Aussichten ich in diesem Umfeld hätte. Ich empfand den Besuch als eine Erholung und dachte nicht daran, dass aus diesem Gespräch eine Hoffnung auf Rettung für mich entstehen könnte. Ja. Ich wurde eingeladen, wiederzukommen. Bei einer dieser Besuche hat mich Herr Siewaszewicz beschworen, doch alles zu versuchen, mich zu retten. Wie ging es weiter, Herr Bronisław? Wie ging es weiter mit dieser Rettungsgeschichte? Ja. Herr Siewaszewicz war Anwalt vom Beruf. Und ich bin vom Ghetto, wo die Juden alle zusammengeführt werden, bin ich herausgekommen als Mitglied eines Arbeitskommandos, das jüdische verlassene Wohnungen geräumt hat. Alle kostbare Sachen, also kostbare Gegenstände, die einen Wert hatten, Kleidung und Einrichtungen und zum Abtransport nach Deutschland für die deutsche Bevölkerung. Und übernachtet haben wir in einem Gefängnis, vier Wochen lang. Vier Wochen lang habe ich die jüdische Wohnung geräumt von Möbeln und Sticker, die die Deutschen beschlagnahmt haben. Und er hat mir dann als Anwalt verschiedene Sachen, gerichtliche Verfahren geführt für Kunden. Yeah. Und die Kunden haben Dokumente bei ihm hinterlassen. Da hat er rausgesucht unter diesen Dokumenten das, was auf mich passen könnte, damit ich mit einem arischen Dokument flüchten kann. Und so wurde ich von Ehrlich, meinetwegen mit meinem hebräischen Vornamen, ein Ehrlich Bronisław. Ehrlich habe ich nachher zurückgekehrt auf meinen richtigen, aber ich hatte eine Geburtsurkunde von einem Karkos Bronisław. Und das hat er auf mein Alter und einige Daten geändert und gesagt, so, das ist das neue Dokument. Du bist jetzt Karkos Bronisław, rette dich. Ja. Und mit diesem Dokument
habe ich gegolten, jetzt ein Arier zu sein. Und dann unter diesem Namen und unter dieser Bezeichnung hat man mich nachher mit Millionen Polen und anderen Nationalitäten nach Deutschland zur Zwangsarbeit geschickt. Wir mussten ersetzen alle die Zivilisten, die deutschen Soldaten, die nach an der Front geschickt wurden. Ja. Da waren tausende Ausländer von den eroberten Ländern nach Deutschland geschickt worden, zur Arbeit bei Bauern in den Fabriken, von wo man eben die Angestellte an der Front brauchte, die Deutschen. Ja, dann waren Sie ein Pole mit gefälschten Papieren, ein Zwangsarbeiter. Und dort haben Sie bis 1945, bis zum Ende des Zweiten Krieges, bis zu die Amerikaner kamen nach Thüringen und haben mich dort befreit. Und da war ich dort bei den Amerikanern als Volontär in der amerikanischen Armee, war ich 2 Monate. Ja, ja. So. Und nachher kamen die Russen aufgrund von Umtausch Sachsen gegen Thüringen. Und ich war schon, ja, ich war bei den Amerikanern. Nachher war ich 8 Monate in Deutschland bei den Russen als Dolmetscher, in einer militärischen Einheit bei den Russen. Und nachher, nach 8 Monaten bei den Russen, fuhr ich im April 1946 nach Polen. Inzwischen habe ich dort ein Mädchen kennengelernt, die aus Polen stammte. Und ich fuhr nach Polen. Ich kam nach Polen an im Herbst. Nein, im Frühling 1946. Herr Bronisław, Sie haben mal gesagt, Sie haben 3 Heimatländer, Polen, Israel und die Schweiz. Ja. Sie sind tief in Ihrem Herzen. Vor diesem Hintergrund scheinen Sie wie ein Brückenbauer, wie ein Verfechter, der sich für Versöhnung, Dialog, Kooperation ausspricht. Wie sehen Sie diese Rolle eines Brückenbauers? Ja, anhand von diesen Erfahrungen, wo die Welt gemacht hat, da muss man sich einigen, dass die Völker Frieden machen und wirklich wie Brüder leben. Das ist nicht einfach. Auch heute hat man noch trotz allem Unterschiede, aber sie werden geregelt und erledigt durch die internationalen Organisationen. Aber wir wissen, dass trotzdem gibt es verschiedene lokale Kriege, auch jetzt noch. So die Gefahr eines Krieges ist nicht gebannt. Es gibt Rüstung auf der ganzen Welt. Länder rüsten und es gibt Blöcke, einer gegen den anderen. Und das zu beseitigen, das ist eine gewaltige Aufgabe, wo ich weiß, man muss friedlich miteinander leben, man muss Verständnis zueinander haben, man muss gegenseitig ihre Probleme vorbringen und zusammen Lösungen finden, die für die Menschheit alle gerecht sind. Denn was für einen gut ist oder perfekt, ist für anderen vielleicht von einem Nachteil. Man muss zu allgemeinem Nutzen Lösungen finden und das ist nicht einfach. Die UNO hat immer Probleme, bis heute. Wie lange ist die UNO schon existiert und trotzdem gibt es noch Kriege. Man kann sich nicht einigen. Die Kriege zu beseitigen, das ist ein Problem, das man von dem Krieg gelernt hat, von dem Zweiten Weltkrieg, dass es keinen Dritten Weltkrieg gibt. Und es ist gar nicht so sicher, dass es keinen gibt. Wenn man sieht, wie die Aufrüstungen in der ganzen Welt, das ist gefährlich. Sie haben, Herr Bronisław, vor Jahren ein Buch geschrieben, ein Überlebender berichtet, in der deutschen Sprache verfasst. Ja. Jetzt freue ich mich, dass es auch ein Buch, schon 2. Ausgabe in polnischer Sprache veröffentlicht wurde, jetzt in Warschau. Was wollen Sie vermitteln mit Ihrem Buch? Ja, wenn ich schildere den Krieg, wie er zustande kam, was für Intrigen und was für Machenschaften und die egoistische, nationalistische Interesse geführt haben und rassistische Grundlagen. Ich finde, die Menschheit soll sich verständigen und sie sollen so gemeinsam ein System schaffen, wo einer den anderen traut
und ein bestimmter Wohlstand herrscht, damit einer auf dem anderen nicht neidisch wird. Neid ist eine Grundlage für Zwang. Neid ist eine Grundlage für Hass. Das Interesse ist, dass alle Völker der Welt sollen brüderlich leben. Die Religionen sind ja alle gut. Die Religionen müssen zusammenarbeiten, um für das Wohl der Menschen zu sein. Und nicht Religion nutzen als Grundlage für Krieg, für Hass. Wie oft erleben wir heute, dass als Grundlage von religiösen Meinungsverschiedenheiten werden die schrecklichsten Verbrechen verübt. Und da leben wir im 21. Jahrhundert. Wie schafft man das? Das ist eine Dauerarbeit. Das ist eine Dauerarbeit, Verständigung. Das ist eine Daueraufgabe. Für nächste Generation, auch für uns. Für Generationen. Ja. Das Rezept ist, dass man sich gegenseitig respektiert, dass man sich gegenseitig schätzt und reden miteinander. Reden miteinander und friedlich und Lösungen finden und nicht egoistische Ziele verfolgen. Und was wir auch brauchen, Herr Ehrlich, das sind gute Beispiele, Musterbeispiele solcher Verhalten, dank dessen in der Vergangenheit, auch in Zeiten des Holocaust, in Zeiten des Zweiten Weltkrieges, diese Rettungsaktionen überhaupt aufgegriffen worden sind, dass man versucht hat, das Menschliche in dieser unmenschlichen Zeit von sich selbst herauszuarbeiten. Und ich bin sehr stolz auch da und freue ich mich sehr, dass Sie, Herr Ehrlich, heute bei uns in der polnischen Botschaft zu Gast sind, wo in der Zeit des Zweiten Weltkrieges polnische Diplomaten eben dieses Menschliche, Humanitäre, diesen Ethos eines Diplomaten auf höchster Ebene gezeigt haben, erwiesen haben und haben eine unglaubliche Rettungsaktion aufgenommen durch gefälschte Pässe, die man an die Juden aus besetztem Polen, aus Deutschland, aus Holland ausgefüllt hat. Man hat die konkreten Leben gerettet. Und es freut mich sehr, Ihnen mitzuteilen, dass das polnische Parlament letzte Woche das Jahr 2021 als Jahr der Gruppe Ładoś erklärt hat. Wir werden dieser polnischen Diplomaten unter der Leitung der Gesandten Aleksander Ładoś. Wir werden ihre Errungenschaften gedenken, sie dokumentieren und gemeinsam mit allen diesen Communities, auch mit den jüdischen Überlebenden, werden wir an diese Zeit, an diesen Ethos, diplomatischen Ethos erinnern. Hier befinden wir uns in einem Raum, wo eine Gedenkstätte errichtet worden ist. Gedenkstätte an die Gruppe der polnischen Diplomaten und ihren jüdischen Kollegen, Mitfechter, die es ermöglicht haben, dass man über 3000 jüdische Leben gerettet hat. Hier an der Wand, Herr Ehrlich, sehen wir die Fotos, die man mit den Dokumenten an die polnische Botschaft hier in Bern geschickt hat, mit der Hoffnung aufs Leben, die Hoffnung auf eine Chance, den Holocaust zu überstehen. Und hier in der polnischen Botschaft pflegen wir diese Erinnerung an die polnischen Diplomaten Aleksander Ładoś, Konsul Konstanty Rokicki, den Gesandten Stefan Reniewicz, an ihre jüdischen Partner. Es ermöglicht hat, dass man menschliches Leben retten konnte.
Herr Ehrlich, was würden Sie vor diesem Hintergrund hier von dieser Stelle an die Polen sagen? Die Polen haben eine sehr leidvolle Geschichte. Sie waren schon in der Vergangenheit von fremden Ländern besetzt, von Nachbarn. Nach dem Ersten Weltkrieg ist Polen entstanden aus der Asche. Und Polen hat auch sehr bittere Erfahrung mit Krieg. Und Polen hat sich gezeigt aus der wirklich verantwortlichen Seite beim Kriegsausbruch. Polen hat militärisch widerstanden dem, was andere Länder unterlegen sind. Die haben sich nicht probiert, einmal zu wehren. Und Polen ist das erste Land eigentlich, das militärisch gegen die deutsche Aggression aufgestanden ist. Aber Polen war im Vergleich zu Deutschland, die hat ehrenvoll, also moralisch hat Polen den Krieg gewonnen. Aber Polen konnte dem Deutschen Reich nicht widerstehen, besonders wo sie noch aufgerüstet wurde mit eroberten Waffen von ganz Westeuropa. Jedenfalls, Krieg ist immer der schlechteste Weg, Probleme zu lösen. Und eine Empfehlung zu ihm, es muss eine Zusammenarbeit, eine friedliche Koexistenz sein zwischen Völkern. Es ist schwierig, kein Rezept zu geben, aber wir haben alle den Krieg erlebt und wir wissen jetzt sind wir klüger. Aber ob wir auch danach handeln, wir haben immer wieder lokale Kriege und Konfliktsituationen. Man muss sich gegenseitig helfen und man muss gegenseitig im Kontakt sein. Man muss sprechen miteinander durch internationale Institutionen und eine Koexistenzpolitik betreiben. Jeder hat das Recht auf seine Unabhängigkeit. Und das ist keine einfache Sache, wirklich. Aber wirtschaftliche, kulturelle Kontakte entwickeln, künstlerische und freundschaftlich leben, friedlich leben. Und das streben wir an und das nehmen wir als eine Pointe für unser heutiges Gespräch. Herr Ehrlich, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch, dafür, dass Sie heute bei uns zu Gast waren und dafür, dass Sie da sind. Herzlichen Dank und alles Gute. Dankeschön, danke, dass Sie mir zugehört haben.